Mein Name ist Marcel Dobler, ich bin Nationalrat und ich bin Bobfahrer. Und das Ziel für diese Saison ist, dass unser Team sich qualifiziert für die Olympiade im Zweier- und im Viererbob. War das jetzt immer schon einer Ihrer Träume, Olympia? Es war immer ein Bubentraum, aber natürlich ist es so, dass man immer seine Ziele immer höher steckt, wenn man ein neues Ziel erreicht. Und jetzt ist es möglich und darum ist es ein Kindertraum, der in Erfüllung gehen kann. Clemens Franker, Martin Meyer, Marcel Dobler und Michael Kornen. Das Team steht startbereit, die Bahn ist frei. Ich schiebe im Moment auf Position Nummer 3 an, das heißt, ich bin der Dritte, der einsteigt. Und da schiebe ich eigentlich 5 Sekunden an beim Start und dann mache ich so ziemlich gar nichts, bis ich im Ziel bin. 5 Sekunden laufen und dann genießen, mögen Sie deswegen Bob fahren? Genau, ja, das wird es wohl sein, genau. Nein, natürlich, also Bobfahren macht Spaß und ja, schlussendlich trainiert man auch sehr viel dafür, aber die 5 Sekunden Start ist das, was halt wichtig ist, dass man eine gute Abgangsgeschwindigkeit und eine gute Startzeit hat. Das ist die Basis überhaupt für eine gute Zeit im Bob und ja, für das sind die Anschieber zuständig. Im Moment bin ich nur am Bobfahren. Also im Dezember war ich in der Session 3 Wochen, habe jeden Tag am Abend trainiert. War sicher nicht die ideale Vorbereitung fürs Bobfahren. Diese Zugläufe hier mache ich mit 10 Kilogramm und es ist ja nicht bloß das Gewicht, sondern es ergibt beim Ziehen einen Widerstand, der sehr stark stört und ist schlussendlich ähnlich wie beim Bob. Es hindert einem wirklich schnell zu laufen und so einen sehr guten Trainingseffekt neben dem normalen Sprinttraining. Nationalrat, Bobfahrer, Familienvater, wie kriegen Sie das alles unter einen Hut? Ja, eben, das ist im Moment ein bisschen eine Herausforderung, aber schlussendlich habe ich auch eine verständnisvolle Frau, die mir in diesem Winter freigegeben hat. Und ja, so ist das im Moment möglich, aber eben, es ist absehbar bis Ende Februar und dann werde ich sportlich mich pensionieren lassen.